Die Fischerin vom Bodensee ist eine schöne Maid Juche, seine schöne Maid Juche, die Fischerin vom Bodensee. Musikgeragogen, oder überhaupt dieser Begriff Musikgeragogik, bedeutet eigentlich Musik mit alten Menschen, Musik machen mit alten Menschen oder auch ja, musizieren mit alten Menschen. Also das heißt nicht immer nur singen, sondern dass auch die Gegenüber aktiv werden dabei. Ob es jetzt mit Instrumenten ist, man kann ja alles als Instrument benutzen, ob es eine Tasse ist, ob es ein Teller ist, mit einem Löffel dagegen klackern, das ist ja auch schon musizieren, wenn man es im Takt macht. Und so diese Erfahrung damit zu machen und ja, und das in einer Runde, schön, das ist ja gemeinschaftlich, das fügt auch zusammen. Ja, und da holt man noch ein paar Ressourcen aus den Leuten heraus, weil Musik geht ganz tief ins Stammhirn rein, das weckt Erinnerungen und ja, da fängt man automatisch an zu erzählen von früher. Der Klingen von der Höhe am schönen Bodensee. Ich habe die Ausbildung zum Altenpfleger hier im Haus gemacht. Zuvor war ich auch schon Zivildienstleister hier im Haus, also habe alles direkt drangehangen. Und mit einer kleinen Zwischenpause nach der Ausbildung bin ich dann auch wieder hier angefangen. Vom Zivildienst aus habe ich damals in der Betreuung gearbeitet. Und mir war da schon klar, da möchtest du auch wieder hin. Hab mir aber auch bewusst gemacht, du musst vorher den Altenpfleger musst du lernen. Weil das gehört einfach dazu. Dann hast du erstmal einen Grundstock Wissen. Und so habe ich dann auch da gearbeitet und bin vor 2 Jahren dann in diese Betreuung gerutscht, weil die Personaldienstleitung gesagt hat, ja, mach das mal, das wäre ganz toll. Und da habe ich ja gesagt, ja, genau das ist das, was ich von Anfang an wollte. Und ja, habe quasi mich darauf hingearbeitet. Ich habe immer schon Gitarre gespielt, zwischendurch, wenn ein bisschen Zeit war in der Pflege, also in den, ja, meistens so vor dem Mittagessen ist ja immer so eine kleine Lücke auch. Man macht sich, also ich habe mir immer diesen Freiraum genommen und habe gesagt, jetzt mache ich ein bisschen Musik mit den Leuten und das kam immer gut an. Wir haben immer in einer großen Runde gesessen und ja, man sieht es einfach an den Augen von den Leuten, die haben da Spaß dran, auch die hochdementen Leute, die können das alles mitsingen, auswendig, da brauche ich gar keine Zettel hinlegen. Ja, was will man mehr? So Leute, die sonst kein Wort sagen, fangen an zu singen. Das ist so schön. Ich kann fast sagen, es ist fast wie Urlaub, weil es ist einfach schön. Ich mache ja das, was ich machen wollte. Das mache ich ja hier. Ich mache gerne Musik. Ich rede gerne mit den Leuten. Bin immer in Kontakt mit den Leuten. Das ist doch herrlich. Sehr schön. Ich bin Alexander Haufen. Ich bin 32 Jahre alt und arbeite in Waddersloh, in St. Josef, SMMP. Und mit dem Jodeln, das ist auch gar nicht so schwer. Da muss man immer dran denken, ich hole ein Rührei, hole ein Radio.